Heute das Thema, hinter dir ist es. Ich hatte mal so ein Shirt, das hieß LSD gibt's bei uns legal. Ja, LSD-Fisch. Da. Ach nee, da. Ja, genau. Und diese Leierfische, die sind ja tatsächlich sehr umstritten, kann man eigentlich nicht sagen, aber es wird total viel diskutiert. Und leider ist das Wissen in den Medien, die man so hat, nicht abgedatet worden. Und irgendwann haben wir ja mal diskutiert, was interessiert denn eigentlich so unsere Zuschauer? Und wir merken halt immer wieder, Fische ist echt so ein Thema, was euch alle interessiert. Und da ist es so natürlich, dass ihr mit uns, Lumi ist der, der immer die richtigen Fragen stellt eigentlich. Für mich immer ganz gut, damit ich nicht nur noch rumlaber, sondern du haust ja immer mal schöne Fragen dazwischen, weil du ja auch manches tatsächlich nicht weißt und auch bei jedem Stream immer wieder was lernst. Und diese Gruppe der Leierfische ist tatsächlich sehr, sehr beliebt bei euch, aber wird oft total falsch gehältert. Das ist das Erste. Gibt es auch viel, soll ich sagen, so Unwissen, was Literzahlen angeht. Das Thema hatte ich jetzt erst wieder. Ich habe leider, also manche, wenn die mich anschreiben oder im Shop so durchgucken, dann sagen die halt, ja, bei dem Fisch hast du drinstehen 300 Liter, ne? Wie bei dem LSD zum Beispiel hinter dir. So, und dann sagt er, ja, in dem Lexikon steht aber 200 Liter. Und du hast 300 Liter. Und dann habe ich gelesen, das sind 150 Liter. Was ist es denn nun? So, ne? Geht das dann immer los? Und da ist es für mich tatsächlich immer so, dass ich irgendwie versuchen muss, selbst im Shop das nochmal abzudaten. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Mandrin, also die LSD-Leierfische, die du hinter dir hast, habe ich jetzt auf 150 Liter gesetzt, um so eine allgemeine Größe zu haben. Also heute Abend, so, wir haben ja so zwei Themen. Wir haben einmal diese LSD-Fische und Mandarinfische und ich denke, wir werden mal so diese Gruppe dieser Fischarten besprechen. Wir haben ja ein paar Videos gemacht und so, oder ich da mal schnell lieber hochgeladen habe. Und wir haben dann noch das Thema Röhrenwürmer, obwohl ich denke, dass wahrscheinlich diese Mandarinfische, Leierfische euch wesentlich mehr interessieren werden. Das ist ja eigentlich, füllt das einen ganzen Abend, diese Fischsorten. Was denkst du denn, Lumi, oder hast du schon mal so recherchiert? Also haben dich diese Fische schon mal interessiert, dass du eben gesagt hast, Mensch, ich lese mir das mal durch, was steht da eigentlich so? Kann man den bei mir hältern oder ist der so an dir vorbeigegangen? Wie war das so? Nö, also bisher ist es so, dass ich den halt immer gesehen habe, ne, weil er sieht halt cool aus mit diesen bunten Kreisen und Ringen. Sieht ja fast so aus wie dieser kleine Oktopus, der ja auch diese blauen Ringe hat, Ja, der ja der auch so Blauring. faszinierend ist. Genau, Blauring, der Krake oder was das da ist. Wie gesagt, vom Optischen her total cool, aber sonst habe ich mich damit eigentlich nicht so wirklich befasst. Aufgefallen im Laden ist mir bei dir, dass die recht viel am Boden sind. Also die gehen auch mal ins Freiwasser, aber immer nur so kurze Strecken. Zumindest so habe ich es im Laden gesehen bei dir. Also es ist jetzt kein Fisch, der so munter durch die Gegend, tü-tü-tü-tü, gucke mal, sondern der ist immer eher so schön geerdet, sage ich mal. Und hast du mal drauf geachtet, wie sich so ein Fisch benimmt in dem Aquarium? Also wie der so schwimmt? Ist dir da was aufgefallen? Oder hast du so, naja, der schwimmt halt immer auf der Erde rum und mehr habe ich eigentlich gar nicht so bemerkt oder ist mir nicht bewusst geworden? Nee, nicht wirklich. Also meistens so ruckartig, so ein bisschen so, und Und dann hast du. wieder wartet er, Genau. so slidet, und dann Ja. wartet er wieder und dann wieder. Genau. Und aber immer so quasi nur einmal kurz Anschwung und dann warten, bis er angekommen ist. Und ist dir schon mal aufgefallen, wie die Köpfe bewegen und so? Ist dir das mal aufgefallen irgendwie? Nee, tatsächlich nicht. Was aber sehr auffällig ist, sind tatsächlich diese komischen Augen. Also die sind ja so, stehen so hervor wie hier bei Star Wars, wie heißt diese Prinzessin, die diese Ja, du Dinger meinst da oben Leia, die dran hat? diese Dinger da oben drauf hatte. Ja, Prinzessin Leia, genau, ja geil, so ein Star bisschen so Wars. ähnlich, Leia und Leia, ne? Also Ja, ist genau, nah Leia und verwandt. Leia. Ja, stimmt, hast recht. Vielleicht haben sie es doch abgeguckt, die Mandarinfisch- oder Leierfisch-Augen, die so ein bisschen hervorstehen. Tatsächlich sind Leierfische echte Jäger. Also die jagen den Okay. ganzen Tag. Und das, was sie machen, ist so eine Art Schleichgang. Ja, das heißt, Ah. Mandarinfische an sich haben ja eine, ich nenne es jetzt mal so, ob das jetzt richtig ist, kann ich nicht 100% sagen. Ich nenne es mal eine degenerierte Schwimmblase. Bedeutet, dass die Tiere nicht im Freiwasser schwimmen. Ja? Also so eine nicht voll ausgebildete Schwimmblase, sag ich mal, sondern die ist etwas klar degeneriert. Und daher bewegen sie sich eher im Bodenbereich und sind auch auf Steinen unterwegs, nutzen auf jeden Fall
die haben ja mehrere Flossenpaare, das müssen wir uns gleich mal im Video dann angucken, dann kann man das gut sehen. Die haben halt ein Flossenpaar, womit sie sich abstützen können und mit einem Flossenpaar steuern sie. Und diese Augen sind so ein bisschen wie vom Chamäleon. Das heißt, sie können tatsächlich überall hingucken und wenn jemand darauf achtet, können die auch diese Augen in verschiedene Richtungen bewegen. Und das zeichnet natürlich immer einen guten Jäger aus. Und zur Paarhaltung und sowas kommen wir dann auch noch, weil dort tatsächlich die meisten Fehler begangen werden. Und das hatte ich, wer hat eben geschrieben, dass er von mir seit gestern LSD hat? Da war doch jemand, der das eben geschrieben hat. Schreibst du noch mal rein? Ich habe das, glaube ich, irgendwo habe ich es eben. Ach, da, der Marv war das, der war gestern bei mir. Und du hattest. Hast du Mandarin bei mir geholt? Ja, du hast Mandarin geholt und haben wir gestern auch ein LSD geholt. Ich werde euch ja auch noch ein bisschen was zur Erhältung und so erzählen. Und welche Literzahl, in welcher Literzahl man was machen kann. Es gibt auch Grenzen, zum Beispiel, wann halte ich ein Pärchen? Wann ist das sinnvoll? Wann ist das absolut gar nicht sinnvoll? Wann halte ich ein Harem? Solche Dinge. Also ist die Pärchenhaltung an sich, Lumi, kennst du ja von mir auch, ist eigentlich relativ verpönt in meinen Augen. Und ich werde auch erklären, warum ich von der Pärchenhaltung unter bestimmten Bedingungen nichts halte. Und auch meine Erfahrung über die ganzen Jahre das bestätigt hat. Da kommen wir aber noch zu. Wenn du so ein Video raushauen kannst, findest du das? Dass wir mal so einen Ja. LSD-Fisch uns angucken. Wir fangen mal mit dem LSD-Fisch an. Ja, Er machen hat ja die gleichen. Ich habe es versucht, so ein bisschen genau LSD-Fisch. Er hat ja so ein bisschen die gleichen Ansprüche wie ein Mandarinfisch. Er ist jetzt also nicht großartig unterschiedlich. Sie kommen auch beide aus der gleichen Gegend. Also sie sind halt meistens aus Indonesien importiert. Dort werden sie, ich weiß nicht, ob ihr den letzten Stream gesehen habt mit Claude, wo wir hier gequatscht haben. Manche werden ja mit so einer Pieksvorrichtung eingesammelt, ne? Wo die so gestochen werden durch die Seite und dann abgemacht werden von diesem Stecher und dann halt zack in so ein Beutelchen gepackt werden. Andere werden mit Netze gefangen. Und generell ist es so, hier könnt ihr ein LSD-Männchen sehen. Wir haben also halt immer arge Probleme, Weibchen zu bekommen. Weibchen sind tatsächlich sehr schwer zu bekommen. Deswegen kennt ihr das vielleicht auch bei Mandarinfischen, dass man denen die Schwertspitze oben abschneidet von der Rückenflosse, um zu suggerieren, dass es ein Weibchen sein soll. Aber bei Mandarinfisch erkläre ich euch das gleich. Hier haben wir auf jeden Fall ein Männchen in der Kamera. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und bei den Männchen ist das so beim LSD-Fisch, die haben halt so eine ganz kleine Rückenzacke. Also wie so eine kleine Piekse obendrauf auf der Rückenflosse. Und bei den Weibchen ist es dann einfach komplett abgerundet. Und das erkennt ihr halt auf unserem Emblem, was wir da unten links haben. Wir haben ja links dort einen Mandarinfisch bei Nautilus Aquaristik stehen. Und rechts haben wir einen LSD-Fisch. Und dieser LSD-Fisch, den gab es mal. Da gab es ein Foto von, ich glaube, vom Holger Hirsekorn aus Göttingen war der, glaube ich, mal. Und nach diesem Foto wurde dieser Fisch gezeichnet, den ihr dort unten links sehen könnt. Und das war damals ein Weibchen. Und da erkennt man halt immer bei LSD-Fischen, dass diese Rückenflossen komplett abgerundet sind. So, und hier, wenn ihr da guckt, wir können ja mal das andere LSD-Bildchen oder Filmchen noch mal kurz nehmen. Vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Wir haben die Tiere dort gerade gefüttert. Man sieht das auch am Bäuchlein. Die sind also recht, die sind auch recht, ja. Da rieselt das Futter gerade vor der Kamera, sehe ich. Da habe ich gerade gesagt, hier, hau mal ein bisschen Futter rein. Der hatte eigentlich schon gefressen. Man sieht das hinter dem Auge, am Kopf ist er recht rund, also sehr dick. Und generell ist es so, wenn wir diese Tiere einzeln halten, kriegen wir die wesentlich schneller ans Futter. Und wir wissen auch, dass Weibchen schneller fressen als Männchen. Also man bekommt die Weibchen wesentlich schneller ans Futter als die Männchen. Es ist halt ein Jäger, deswegen haben sie diese ruckartigen Bewegungen, die man dort sieht. Und achtet mal auf die Augen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen auf dem Handy. Die sind also ständig in Bewegung. In diesem Fall wird der Kopf nur ganz leicht immer bewegt. Wenn sie also ganz aufgeregt sind und euch so diese kleinen Krebschen wegfangen und so weiter, dann geht der Kopf natürlich richtig los, ne? Wenn sie aber das Futter anvisiert haben, halten sie den Kopf richtig still, ne? Damit bloß nicht zu viel bewegt wird. Und dann werden halt nur die Augen gescannt und das Futter wird eingetaktet da, sage ich mal. Und dann wird zack, ruckartig gefressen. Das sehen wir nachher bei den Mandarinfisch-Videos noch mal ein bisschen besser. Da kann man richtig erkennen, wie ruckartig so ein Mandarinfisch halt frisst. Und oft ist es immer so,
dass immer die Frage so herrscht, wann setze ich denn so einen Fisch ein? Was denkst denn du darüber? Also was hast denn du schon gehört? Oder was denkst du so, was wäre so deine Frage? Oder gibt es da Fragen, wo du so sagen würdest, ja, Du das wird. meinst, du zielst jetzt gerade auf die Uhrzeit ab, dieses Thema mit, musst du unbedingt im Dunkeln bei Nacht einsetzen oder? Das, nee, das meine ich nicht, sondern eher so, hast du schon mal was gehört von Futterproblemen bei diesen Fischen so? Noch nicht. Also der ist für dich Nö. auch völlig neu. So, dass du Genau, sagst, so der ist. ja. Genau, der ist für mich völlig neu. Ich habe mich mit dem, wie gesagt, sieht bunt aus, aber überhaupt nicht weiter mit befasst. Das wären jetzt tatsächlich auch so meine Fragen gewesen. Sprich, was fressen die? Also kann man die, wie kann man die füttern? Was man immer hört, dass der halt eben umstritten ist, dass er wohl nicht einfach zu halten ist. Dass wenn sie da sind, man sie häufig nicht sieht, weil sie halt viel sich verstecken, was ja auch gerade geschrieben wird. Dass sie sich viel im Riff verstecken, was ja dann auch zu dem passt, was du sagst, dass das halt ein Jäger ist und dass sie die ganze Zeit halt einfach nach Fressen gucken. Aber das würde ja dann im Umkehrschluss heißen, können die dann auch ein Fresskoma kriegen, wenn man die jetzt künstlich füttert? Also in der Das Natur müssen sie ja da aktiv was für tun. erzähle ich gleich, was so passieren kann mit so einem Fisch. Also es ist tatsächlich so. Also es ist tatsächlich so, kommen wir nochmal auf die Natur zurück. Diese Tiere leben natürlich im Riff. Sie sind ständig, sie sind getarnt. Also wie man das sieht, diese Farben sind einmal Warnsignalfarben. Dieser Fisch kann auch einen Schleim bilden, der auch für andere Fische giftig ist. Also das ist sein Schutz. Er hat auch Stacheln und die sitzen zwar hinter dem Kopf, ne? Also genau. Ich konnte die leider nicht aus der Nähe filmen. Vielleicht sehen wir das nachher nochmal im Foto im Shop oder so, wenn wir ein nahes Bild haben. Da seht ihr halt so eine Art Luftröhre hinter den Augen. Das sieht aus wie so eine kleine Turbine und da sitzen auch Stacheln dran. Und diese Stacheln sind auch giftig und da muss man halt auch relativ aufpassen, dass man, wenn man diese Tiere umsetzt, nicht unbedingt mit Keschern oder sowas arbeitet, weil sie dort mit diesen Stacheln festhängen können. Wenn du eine Frage hast, stell ruhig. Nee, macht, erzähl erstmal Ja, gleich dazu. es ist so, dass diese Tiere im Meer alleine leben. Das heißt also, Männchen sind für sich alleine und Weibchen auch. Ja, es ist nicht so, dass diese Fische in der Natur als Schwarm oder als Pärchenfisch zu sehen sind. Das mag es vielleicht gehen, ne, dass da mal zwei so durch die Gegend schwimmen und aber es muss ja eine Ursache haben, warum wir am Markt auch viel, viel mehr Männchen haben als Weibchen. Würden also diese Tiere ständig in Paare oder in Gruppen oder in Schwärmen oder in Harem schwimmen, wäre das ja anders. Ne? Dann hätten wir halt ein Männchen und wir hätten halt massenhaft Weibchen. Das haben wir aber nicht. Also gehen wir davon aus, dass diese Tiere tatsächlich einzeln leben und sich nur zur Paarung treffen. Ja, zu bestimmten Mondzyklen soll das sein. Dann paaren die sich und dann gehen die ihre Wege. So. Und ansonsten sind die halt tatsächlich den ganzen Tag beschäftigt zu jagen. Vom Futter her fressen sie in der Natur alles Kleines an Zooplankton. Ja? Was wir aber unterschätzen ist, dass in der Natur die Fische natürlich viel, viel größer sind. Also wir kriegen manchmal LSD- oder Mandarinfische, die haben eine Größe von 8 bis 10 Zentimetern. Das größte Tier, was wir hatten, das hieß Otto. Otto war unser Mandarinfisch, also der Vorgänger von Kai-Uwe. Und Otto lebte 18 Jahre bei uns. Das war ein Männchen, was nachher ungefähr 12 Zentimeter groß war. Nehmt euch mal ein Lineal und legt euch. Guckt euch das mal an, was 12 Zentimeter bedeuten. Das ist eine Naturgröße. Das, was wir im Handel bekommen, sind halt alles Jungtiere. Das ist auch wichtig für uns, weil Alttiere bekommst du nicht mehr ans Futter. Das ist halt einfach so. Okay. Das schaffst du nicht mehr. Es gibt halt viele Fische. Es gibt bestimmte Kaiserfische zum Beispiel. Das werden ja auch mal unsere Stream-Themen sein. Ne? Wir gehen ja so die Fischgruppen mal durch. Wir werden die auch immer mal wiederholen, weil es natürlich so viele also Fischarten gibt. Da kann ich, glaube ich, 2 Jahre streamen. Jede Woche über irgendeine Fischsorte oder Fischart. Ne? Auf jeden Fall ist es so, dass halt diese Tiere riesig werden. Sie haben halt diese Schleimbildung, die nachher auch für euch wichtig ist, wenn ihr solche Fische kauft. Also wir reden nachher nochmal darüber, falls ich es vergesse, Lumi, merkt ihr das mir so ein bisschen, dass wir über die Eingewöhnung reden. Ne? Und das mit dem Einsetzen und so machen wir halt später. Also wie gesagt, wir fangen halt da an. Wie leben die eigentlich so?
So, und ihr werdet halt so wie auf dem Foto halt sehen. Das heißt, sie schwimmen dann so durch die Steine, gehen bei Krustenanemonen, jagen so kleine Tierchen, kleine Kopepoden. Manche sagen von euch, dass sie zu Hause immer so kleine Tierchen an den Scheiben sehen. Oder wenn ihr lebende Steine habt und dann merkt ihr irgendwann, jetzt haben wir überall an den Scheiben so kleine weiße Tierchen und sowas dran. Das ist halt das, was Mandarinfische gerne fressen. Wenn sie halt größer werden, nehmen sie auch Gramarus-Garnelen. Die kennst du ja auch, ne? Die Gramarus, was so als Schildkrötenfutter getrocknet. Hast du das schon mal gesehen? Nee, kenne ich nicht. Oder Aber warum manchmal dann? habt ihr das auch in eurem Meerwasserbecken, hast du so kleine Krebschen, wo manche mal denken, oh, was sind Fischis oder so. Da gibt es so kleine Gramarus-Krebse. Und diese Arten gibt es Ach, auch im die Meer. Viecher, ja, die habe ich auch bei mir im Aquarium. Da habe ich mich Genau. echt gewundert, was ist das? Die kommen nachts immer raus Genau. in Schwärmen Ja. und die sind da. Tun die was? Sind die böse? Hast du da Oder ein sind die Bild halt von, was einfach wir da? zeigen können? Hast du da Nee, ich gerade habe eins jetzt hier aufgemacht? gerade nur. Kennt ihr Gramarus-Chat? Also Gramarus wird halt oft. Das sind halt, gab es mal in der Weser auch, hoher Salzgehalt. Das ist halt ein Flohkrebs. Da gibt es Sowas. verschiedene Arten von und diese werden natürlich dann irgendwann auch im Meer, leben die Tja. natürlich und davon ernähren sich auch Leierfische und so. Hier wird da Genau. nicht sein, Bachflohkrebs. Ja, die kannst du einfach Oder? nehmen. Also die Optik da rechts, wie bei Wikipedia und so, so sehen die eigentlich aus. Genau, das kannst du mal anklicken. Können wir im Chat mal zeigen. Also für die Einsteiger, die sich dann auch immer wundern, was schwimmt da eigentlich in meinem Aquarium rum? Ah, jetzt muss ich mal gucken. Da ist Na, er. ah, Glück gehabt. Genau, so sehen die aus der Nähe Genau. aus. Und sowas habt ihr oft halt als natürliche Zooplanktonbildung. Der gehört nämlich mit ins Zooplankton, diese Flohkrebse. Und die sind ein ganz wichtiger Nahrungsfaktor für viele Tiere im Meer. So, und auch sowas frisst natürlich dann Mandarinfisch und sowas. Das ist so das, was sie in der Natur jagen. So, und jetzt haben wir halt das Problem, wir bestellen diese Tiere halt, die kommen aus ihrer Umgebung, aus dem Meer, wo sie halt sowas dann fressen. Das ist, wie gesagt, bei Mandarinfisch und LSD-Fisch relativ gleich. Haben wir natürlich ein Problem. So, also gerade heute bei Aquarien, die jetzt mit diesem Ersatzriffgestein starten, wo ihr also Keramikröhren habt, wo ihr also alles, was ihr kennt an Kunstdeko, dort ist es halt schwierig, Tiere einzusetzen, die man gerade aus dem Import zum Beispiel bekommen hat. Früher war das so, wenn wir die importiert haben selber, heute mache ich das ja nicht mehr, wir kaufen die ja auch zu, dann war das so, dann habe ich so 50 bis 100 Tiere bekommen. Und da war es tatsächlich immer wichtig, weil wir früher ja nur lebende Steine hatten, dass man die relativ schnell verkauft hat. Also die sollten gar nicht so lange in der Händleranlage bleiben, weil wir natürlich als Händler nicht die Möglichkeit hatten, bei diesen Mengen die Tiere zu ernähren. Ne? Weil diese zwei Arten, also der LSD oder der Mandarin, tun sich unwahrscheinlich schwer, Ersatzfutter anzunehmen. So, da haben wir natürlich immer gesucht, was kann man so nehmen und bla 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 und bla bla bla. Und da war früher halt der Vorteil, wenn ihr lebende Steine habt, dann hattet ihr halt viel so eine Makrofauna. Und wenn da ganz viele Korallen drin waren, dann musste man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Hat man diese Mandarinfische dort reingesetzt. Und dann haben die einfach das gefressen, was sie so gefunden haben in den Aquariengrößen. Und irgendwann dann haben sie sowieso das Frostfutter genommen. Weil irgendwann testet man das ja mal. Man nimmt es mal ins Maul, man checkt mal, kann man das essen, muss ich wieder ausspucken, wie auch immer. Das ist auch so eine typische Geschichte bei Mandarinfischen und LSD-Fischen. Die nehmen das Futter immer ins Maul, wenn sie es nicht kennen, weißt du? Dann drehen die das so und dann spucken sie es wieder aus, genau. So, und dann probieren die tatsächlich und irgendwann denken so, ah, kann ich essen. Ja, man muss manchmal auch einfach nur Ruhe bewahren. Irgendwann checken die das und dann sagen, ach ja, schmeckt ja eigentlich ziemlich geil, ne? Brauche ich mal weg. Und schon ist so ein Fischfutter fest. Und das ist echt putzig. Wie gesagt, und früher war das so, dass wenn wir die halt bekommen haben, dann war es echt gut, schnell verkaufen. Dann haben wir auch Pärchen verkauft natürlich. Aber Pärchen tatsächlich nur ab Aquariengrößen um die 500 Liter. Okay. Bevor wir da jetzt weitermachen, weil wir ja gerade so mit dem mussten schnell weg. Du hast vorhin gesagt, mit dem Kescher sollte man nicht machen wegen dieser kleinen Stacheln. Zwei Dinge. Zum einen sind, und hast gesagt, dass sie giftig sind. Sind die für den Menschen gefährlich? Also haben die irgendwie ein Gift, was gefährlich sein kann oder per se gefährlich ist? Das ist allergische Reaktionen und Ausnahmen gibt es immer, klar. Ja. Aber.
Ich selber habe mich schon ein paar Mal an so einem Fisch gestochen, weil das bleibt halt nicht aus im Laufe der Jahre. Und gerade wenn du halt große Tiere bekommen hattest, dann ist es mir schon mal passiert, dass ich mich habe stechen lassen. Irgendwie. Es gehört dazu, passiert. Es war nie, dass ich irgendein Problem hatte danach. Das gab es nicht, aber es tat echt weh. Also ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Stachel von einer Rose. Ich glaube, da kann man sich gut vorstellen, ne? So, beim Mandarinfisch oder bei der LSD-Fisch oder allgemein bei den Leierfischen ist dieser Stachel aber etwas stumpfer. Das heißt, wenn man sich also piekt, dann hast du so ein stumpfes Stechen, aber es tut halt weh. Es gab dann halt ein bisschen, so hat es ein bisschen gebrannt, so ein paar Minuten und so, also hast du schon gemerkt, auch am nächsten Tag vielleicht noch ein bisschen, dann war es aber okay. Was schlimmer ist, ist tatsächlich dieser Schleim. Ja, und wenn ich das kurz erklären darf, dieser Schleim ist halt ein Abwehrmechanismus. Das heißt, wenn diese Fische schlafen, entweder legen die sich in den Sand, also die buddeln sich so in den Sand ein, oder sie liegen irgendwo zwischen den Steinen. Das ist immer sehr, sehr verschieden. Es gibt also Arten, die mögen mehr im Sand sich schützen und die anderen halt mehr zwischen den Steinen. So, und meistens schlafen diese Fische am Bodenbereich, weil sie halt sich dort auch aufhalten. Und dann können die halt so einen Schleim bilden und dieser Schleim schützt die dann. So, und wenn man die halt einkauft, diese Fische, dann werdet ihr bei uns bemerken, also wenn ihr im Geschäft seid, dass ich dort immer so ein paar weiße Tropfen reinmache. Hast du das auch schon mal gesehen bei mir? Nee, ne? Doch, ich glaube mal bei einem Inboxing oder so kann das mal sein, ja. Genau, da habe ich es, glaube ich, schon mal erklärt. Wir haben Oder halt hast so du auf jeden Fall schon mal erzählt, ja. ein. Wir haben so ein kleines Fläschchen mit Zeolit, haben wir Osmosewasser drauf gemacht, dann schüttel ich das auf und dann tropfe ich das in dieses Wasser. Also ich fange den Fisch halt. Also das mache ich halt im Netz, aber wir haben sehr feine Netze und wir wissen natürlich auch genau, wie muss ich den Fisch fangen, wie muss ich die Hände bewegen, wie muss ich das Netz bewegen, ohne dass sich die Fische im Kescher festhängen können. Das ist halt, das lernt man über die Jahre halt, ne? So, und dann packe ich die halt in so einen Becher und dann gehen wir da ganz vorsichtig mit um. Das heißt, andere Fische kannst du vielleicht in so eine Tüte nehmen und dann schützt du die einfach rein, ne? Gibt so ein bisschen Frutsch reingerutscht, so Wasserrutsche, einmal Freefall. Und bei diesen ganzen Leierfischen machen wir das so, dass wir die so rein sliden lassen. So ganz langsam rutschen die, so eine ganz dezente, wie vom Flugzeug, da geht so eine Notrutsche runter, so musst du dir vorstellen. Und dann rutschen die so ganz sanft in die Tüte. Und das ist total wichtig, weil wenn ich die zu schnell kippen würde, dann haben die so viel Angst, so viel Stress, dass die halt diesen Schleim so extrem machen, dass die in der Tüte nicht mehr schwimmen können. Ich weiß nicht, vielleicht hat das einer von euch schon mal beobachtet. Da bilden die so viel Schleim und dann treiben die so bewegungslos und können nichts mehr machen in ihrem eigenen Schleim, in diesem Beutel. Und ganz zu Anfang, wo wir die verschickt haben, hat das immer den Tod dieser Fische bedeutet. Weil die damaligen Mitarbeiter, also als ich angefangen habe bei Nautilus 2013, die wussten das nicht. Und ich habe mich dann immer gewundert, warum sterben eigentlich immer diese Leierfische auf dem Transport zum Kunden? Ne, da machst du irgendwie Gedanken, wieso werden immer diese Fische reklamiert? Kann doch gar nicht sein. Die schwimmen hier rum, die fressen bei uns, wir tüten die ein, wir versenden die, die kommen nicht lebend an. Kann ich dir ein Lied von sehen? War ganz schlimm. Und dann habe ich das gesehen, wie die das gemacht haben. Also Fisch ab in die Tüte, oben, also hier so reingeschüttet von oben, Fisch runtergefallen, alles voll Schleim, so puff, wie bei so einem Kugelfisch, patsch. Und dann trieben die so bewegungslos, sie konnten gar nicht mehr atmen in diesem Beutel rum. Und wenn die sich dafür nicht, wenn die sich davon nicht lösen können, dann sterben die an dem eigenen Gift. Das ist echt krass. So, und irgendwann per Zufall habe ich dann, weiß ich auch nicht, aus Versehen, ich hatte irgendwie Zeolit an den Pfoten, das rieselte dann in diese Tüte und dann habe ich einmal gesehen, dass dieser Schleimtropfen, den der Fisch gebildet hatte, nach oben aufstieg. Weil dieses Zeolit hat den Schleim gebunden, das sah aus wie so ein Rotze, als wenn du so ins Wasser gespuckt hast. Ja, richtig so ein, ja. Und den Schleim können die innerhalb von Sekunden bilden. Also sobald die Stress haben, paff, haben die so einen Schleimkokon rundherum. Und deswegen ist es immer wichtig, auch wenn ihr die auspackt, lasst die halt nicht in der Tüte. Macht die ganz vorsichtig in so ein kleines Gefäß, so eine kleine Wanne, irgendwas Flaches, ne? So ein Kunststoffteil oder in den Eimer vorsichtig rein. Aber auch hier wieder dran denken, wenn ihr das macht, kippt sie nicht einfach so hochkant da rein, sondern ihr müsst die ganz sanft und vorsichtig dann in diesen Behälter geben. Und wenn ihr sowas zu Hause habt, wie dieses Zeolithwasser, Easy Life, kennt vielleicht die meisten von euch aus dem Süßwasser, da schreibt es gerade schon einer. Sowas, aber immer nur ein paar Tropfen. Und
dann bindet das sofort diesen Stressschleim und ihr schützt, also ihr habt dann schon 80% der Miete, dass die Tiere überleben. Und das ist der größte Fehler, der tatsächlich gemacht wird. So, und wenn wir die halt verpacken, immer wie rohe Eier, ganz vorsichtig in die Tüte, Tropfen drauf. Deswegen also nicht wundern, wenn ihr manchmal bei uns bestellt und diese Tüten sind ein bisschen milchig, dann liegt das halt an diesem Zeolit. Ne, das müssen wir halt reinmachen. Und da habt ihr schon mal fast alles richtig gemacht. Diese Fische darf man nicht aufs Aquarium legen. Bin ich sowieso ja kein Freund von. Und bei denen erst recht nicht, weil wenn diese Tiere halt Stress haben, dann bilden die wieder diesen Schleim. Die wollen ja weg aus diesem blöden Beutel. Ja? Erst die Lampe aus hier, aus dem Beutel raus, also aus dem Karton. Auf einmal ist da Licht. Dann wirst du auch noch nicht mehr bewegt. Dann bist du irgendwo reingeschüttet. Und dann am besten noch aufs Aquarium oder ins Technikbecken. Das sind ja so Sachen, da kriege ich immer Plack auf die Zähne. Nehmt euch halt extra Gefäße, wo ihr das Ganze reinmacht. So, und dann gewöhnt sie halt langsam ein. Seht auch dazu, wenn ihr das eingewöhnt, nehmt jetzt nicht irgendwie einen Behälter und schüttet das Wasser wieder kontrollmäßig hier einfach nur in diesen Eimer rein, sondern auch da vorsichtig an der Seite am Eimer langsam reingießen, immer so 100 ml alle 5 Minuten und dann das Tier vorsichtig umsetzen. Wer noch so eine Fischglocke von euch hat, kann diese benutzen. Hat, glaube ich, Claude schon mal gehabt, ne? Fangglocken heißt das, Hat glaube er, ich. glaube ich, erzählt, ja. Ja. Fangglocken. Man kann auch, was weiß ich, alle von euch haben irgendwelche Kunststoff, kleinen Tupper, Behälter, was weiß ich. Man kann auch versuchen, die Tiere damit vorsichtig einzufangen und dann halt immer Hand drauf, weil die springen sehr gerne, diese Burschen, gerade wenn sie in kleinen Behältern sind, und dann vorsichtig aufs Aquariumwasser gehen. Und ich bin halt immer so ein Freund, wenn man Tiere eingewöhnt und bei denen ganz speziell, gewöhnt sie immer ins Riff rein. Ne? Hast du, weißt du, was ich damit meine? Viele legen die, also hauen die Fische einfach so ins Wasser, weißt du? Du meinst, dass man sie in Riffnähe, damit sie eine Möglichkeit haben, sich zu verstecken, recht schnell? Genau, der natürliche Fluchtweg ist immer ins Riff. Immer ins Riff, weil das ist mein Schutz. So, und wenn man Meerwasserfische einfach so ins Aquarium reinpackt, einfach so in den Raum reinschmeißt, sag ich mal, dann können die A einen Herzinfarkt kriegen, B können die so viel Psychostress haben, dass die ein paar Tage später davon krank werden. Und man weiß gar nicht warum. Oder dass Parasiten, die man bei sich zu Hause im Aquarium hat, durch diesen Stress umsetzen, können die krank werden, tatsächlich. Und deswegen immer ins Riff setzen. Immer vorsichtig den Fisch Richtung Riff einsetzen, damit er sich sofort erstmal verpieseln kann. Dann hat man auch das Problem, also nicht so das Problem, dass andere Fische die sofort beißen oder attackieren oder was auch immer. Ne? Oft ist es so beim Eingewöhnen, dass viele mich fragen, ob die so Feinde haben im Aquarium. Was denkst du? Ich denke mal, jeder hat einen Feind irgendwie, ja. Also wird auch dieser Fisch einen Feind haben. Die Nahrungskette ist ja nun mal ein Kreislauf letztendlich, sprich, irgendwen wird es da auch geben. Und wenn es, keine Ahnung, der große Hai ist, der dann da irgendwann mal zubeißt, aber wüsste jetzt nicht wen, nee. Also, gefressen werden können sie von Feuerfischen, wenn ihr also Feuerfische zu Hause habt. Und meistens ist es so, wenn der Feuerfisch dann diesen Fisch frisst, ist der auch gleich tot. Und da kommen wieder die zwei Stacheln am Kopf in Frage. Ah, im Schlund Richtig. fährt er die Das, dann aus. genau, diese zwei Stacheln, die diese Mandarinfische also an den Köpfen haben, sind einmal natürlich um imponieren, ja, oder für Kämpfe. Viele kennen das von euch, dass wenn diese Fische kämpfen, sich ineinander so verbeißen. Ich weiß nicht, da gab es mal Bilder, manchmal sehe ich das auf Facebook und so weiter. Da siehst du dann halt, da schreit einer: Hilfe, mein Weibchen kloppt sich mit dem Männchen. Ne? Also war wieder ein Weibchen, wo Spitze oben abgeschnitten, hast halt zwei Böcke, das geht eine Zeit lang gut. Und dann fangen die an und verbeißen sich. Und das machen die halt immer an den Stacheln. Da versuchen die sich zu verletzen. Genau, das Emoji, was Hazel Eyes gerade gemacht hat, das sind zum Beispiel zwei Männchen, das ist jetzt nur mini klein, die sich halt gedroht haben. So. Und die fangen dann halt an und beißen sich halt immer, die wollen sich immer in diese Röhre beißen, die die hier hinterm Kopf haben. Das Atmungsorgan, ja. Das wollen die verletzen. Und dann wird man hier getötet, sag ich mal, oder angegriffen. Dann können die nicht mehr richtig atmen und dann wirst du schlapp, dann kannst du halt nicht mehr, kriegst keine Luft mehr und dann wirst du halt abgemackelt. So, das ist das eine. Und dafür werden auch diese Stacheln benutzt, um sich dort zu schützen. Und wenn halt sie gefressen werden, dann ist das Problem, dass die halt im Schlund stecken bleiben können. Weil zum Beispiel Feuerfische nehmen ihr Opfer vom Kopf her, nicht vom Schwanz. So, und es,
Wenn er den halt frisst, dann stellen die halt diese Stacheln auf und dann ist der Schlund vom Feuerfisch verletzt, außer er ist groß genug, dann haut er den weg. Aber ist meistens nur ein Reflex, wenn ein Feuerfisch das macht, weil er eigentlich dann Pech hat, wenn er den gefressen hat, weil dann war es das meistens. Weil Mandarinfische dann auch dieses Gift absondern und dann hat der Feuerfisch halt sein zeitliches letzte Abendmahl genossen. So vor der, die Henkersmahlzeit war das dann halt, Ja, okay. ne? Stopp. Ja. An dieser Stelle machen wir mal Stopp, denn du bist in Fragen. einem Redefluss drin. Du erzählst und erzählst und Ja, erzählst und ich kann erzählst. da 5 Jahre Das ist richtig erzählen. geil, weil du richtig, richtig viele Wissen über diese Tiere hast. Aber ich möchte gerne, dass wir das einfach nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, bis hierhin, weil sonst kommen wir von Höckchen auf Stöckchen. Dann machen wir gleich noch im Anschluss an diese Zusammenfassung, ein paar Fragen, die ich habe. Unter anderem, diese lange Frage, die du auch gesehen hast. Ja. Also, wir halten fest, müssen aufpassen, LSD-Fische sind giftig, können einen giftigen Schleim bilden, haben zwei giftige Stacheln im Nacken, nenne ich es jetzt mal, sitzen hinter den Augen, Genau. können damit dann halt im Zweifelsfall auch Fressfeinde verletzen. Aquariengröße ist sehr umstritten, du empfehlst 150 Liter bei Einzelhaltung, ne? Genau. Genau. Zur Pärchenhaltung oder Haremshaltung oder so kommen wir dann auch gleich noch. Das hast du ja schon gesagt, dass du das persönlich kritisch findest und er sagt, das sind Einzelgänger. Können wir gleich nochmal explizit besprechen. Dann einsetzen, also eingewöhnen tatsächlich, nicht einfach Tüte auf und rein, sondern wirklich ein bisschen ans Wasser gewöhnen, damit sie eben nicht anfangen, in diesen Stressmodus zu verfallen und ihren Schleimkokon quasi zu bilden. Und wenn man sie dann angeglichen hat, so ein bisschen das Wasser oder ein bisschen das neue Zuhause quasi vom Geruch her ihnen präsentiert hat, dann auf jeden Fall in Riffnähe einsetzen, damit sie eine Möglichkeit haben, sich schnell zu verstecken. Genau. Futtermäßig, sie sind Jäger, sie fressen alles, was sie an Lebendfutter im Aquarium finden. An Frostfutter ranzuführen oder an Allgemeinfutter ranzuführen, geht nur bei jungen Fischen. Die alten, da hat man dann verloren. Sobald sie kein Futter mehr finden, dann ist halt vorbei. Dementsprechend ist es ja im Umkehrschluss so, wenn ich diese natürliche Biologie brauche, dann. Kann ich, ab wann würdest du empfehlen, so einen Fisch dann in einem Aquarium einzugewöhnen oder einzusetzen? Wenn, also mach das Aquarium jetzt neu, setz es neu auf, hab quasi keine wirkliche Biologie. Ab wann würdest du dann empfehlen, wie lange sollte so ein Becken laufen, dass so ein Fisch da überleben kann? Ja, also wenn ihr die Tiere nicht futterfest bekommt, also wenn ihr die futterfest bekommt, spielt es keine Rolle. Das ist Okay. egal. Wenn ich dann halt eingerichtet habe, habe meine Korallenwelt da drin und ich kriege futterfeste Tiere, ist es egal. Weil alles, was dann rundrum ist, ist dann halt on top. Ne? Wenn man Tiere hat, die nicht futterfest sind, würde ich das immer nur anraten, diese zu kaufen, wenn ich ein intaktes Aquarium habe, was 1 Jahr alt ist. Wir reden also von intakt einfach. Ein fertiges Aquarium, wie du zu Hause stehen hast, zum Beispiel. Ne? Das heißt also, selbst in dem kleinen, also diese 150 Liter, um die nochmal kurz aufzugreifen, das ist eine Empfehlung, die ich halt irgendwo raussuchen muss, um das zu verallgemeinern. Rein theoretisch gesehen kannst du dieses Tier auch in deiner Aquariengröße halten, in 48 Liter, das spielt keine Rolle. Ja. Das Problem ist halt nur, der wird halt vielleicht irgendwann mal zu groß. Deswegen sollte man dann eher auf ein Weibchen zurückgreifen. Ja, weil die einfach langsamer wachsen und einfach kleiner bleiben. So ein Weibchen hat in der Endgröße bei uns vielleicht 5, 6 Zentimeter gehabt. Das mag natürlich für 48 Liter dann auch zu viel sein, aber nochmal, ich hatte ein Tier in 35 Liter, das war total zutraulich und das habe ich 5 Jahre gehabt. Und das war halt ungefähr 3,5 Zentimeter groß, hatte null Probleme damit. Deswegen muss man das immer differenzieren, ne? Wo du es reinhältst. Generell ist ja so, dass Fische, die von Nautilus kommen, dass die futterfest sind, ne? Also das Ja, wäre ein wir guter versuchen das. Genau. Anlaufpunkt, wo man sagen kann, man macht das. Klar, Ausnahmen gibt es immer. Nächste spannende Frage ist, sind das alles Wildfänge? Gibt es die auch als Nachzuchten? Also es gibt auch Nachzuchten. Ja. Ich habe nun gerade was gelesen, was Häseleis schreibt. Bei Frostfutter ist tatsächlich so, das ist ganz wichtig. Frostfutter ist nicht gleich Frostfutter. Das ist tatsächlich so.
Wenn ihr solche Tiere habt, das kann ja auch manchmal passieren, man bekommt die, die sind bei uns futterfest und bei dem Kunden zu Hause wollen sie noch nicht, weil sie irgendwie Angst haben oder Stress haben. Es kann sogar manchmal sein, dass wenn wir die futterfest verschickt haben und die bei euch nicht fressen, dass die euer Frostfutter nicht mögen. Das gibt es tatsächlich. Entweder ist es die Größe, der Geruch, die Art des Frostfutters, vielleicht das Frostfutter schon mal Gefrierbrand gehabt, was keiner gemerkt hat, oder es hat ganz viel Eis drauf und solche Geschichten. Da müsst ihr bitte drauf achten. Man kann es immer versuchen mit den Futtersorten, die es so in den Flaschen gibt, die man so reinpumpen kann. Ihr kennt sie alle. Es gibt verschiedene Hersteller, die das anbieten. Ocean Plankton, Korallplankton, Fein. Oft habe ich festgestellt, dass diese LSD-Fische oder Mandarinfische, was auch immer wir jetzt noch uns so angucken, auch größeres Futter bevorzugen. Wenn ihr zum Beispiel kleine, feine Myses habt, finden die das 10-mal geiler als so einen kleinen Mini-Floh, der da durch die Gegend eiert. Ja, dann hauen die sich halt 3, 4 solche Dinger in die Kiepe, dann haben die so eine Plauze und dann muss auch gut sein. Weil das ist dann das, warum wir so einen LSD-Fisch, wenn man es nicht aufpasst, wie man sie füttert, dann Currywurst nennen. Weil er halt so dick und groß geworden ist, dass er aussieht wie eine Wurst. Ja, weil die fressen nämlich unermüdlich. Das hast du mich am Anfang nämlich mal gefragt, wie kann so ein Genau. Fisch dann aussehen? So, und bei mir ist das ja immer so, ich habe manchmal so Mandarinfischkandidaten, deswegen nochmal an euch. Wenn die nicht fressen, dann schmeiße ich die halt bei mir in eine komplett eingefahrene Aquarienanlage. 3 Meter, 1,80, was auch immer, die also komplett läuft. Und dann sind diese Mandarinfische nach 2, 3 Wochen richtig dick und füllig. Das bedeutet also, wenn ihr zu Hause ein Aquarium habt, was voll intakt ist, 3, 4, 500 Liter hat und alles ist in Ordnung, dann müsst ihr euch um einen nicht futterfesten Mandarin, LSD, was auch immer, gar keine Sorgen machen. Die kann man einfach kaufen. Man muss da nicht fragen, frisst der schon? Nein, weil ihr habt ein intaktes Aquarium. Und das ist eine 100%, sagen wir 99% Garantie, falls irgendeine Krankheit da ist oder so, dass diese Tiere daran nicht sterben. Wir sind immer bemüht, wie du schon gesagt hast, die futterfest zu machen. Das gelingt mir aber nicht immer in 1, 2 Wochen. Das schaffen wir halt nicht. Manchmal brauchen wir auch 3, 4 Wochen. Das heißt, wir sind immer bestrebt, das natürlich möglichst schnell hinzubekommen. Weil je länger die Tiere bei mir schwimmen, umso unbezahlbarer werden sie für mich. Das ist halt einfach so, ne? Und wir sind ja schon in vielen Quarantänedingen viel, viel länger unterwegs, als das vielleicht andere Kollegen machen. Ja? Und deswegen bin ich natürlich bestrebt, die mal an Futter zu bekommen. Und da ist der Tipp halt bei uns, dass wir sie einzeln halten, damit sie Ruhe haben und nicht ständig eine Tussi um die Ecke schwimmt und der auf andere Gedanken kommt. Der soll verdammt nochmal fressen und nicht rumpimpern. Ja, so und auf der Art und Weise. Und was man tatsächlich auch nicht machen kann, wenn man halt so ein Tier hat, ein Geschlecht in seinem Aquarium, kann man meistens kein zweites zusetzen. Das ist auch noch so ein Thema nachher mit der Verpaarung. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Ja. Ja, wir bleiben mal beim Thema Futter, weil da sind ganz, 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 ganz viele Fragen zu. Das hast du ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ist gerade die Frage reingekommen von Tom, der erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Follow. Wie macht man die Fische denn genau futterfest oder wie macht ihr das? Das ist natürlich auch so ein bisschen Betriebsgeheimnis, aber vielleicht kannst du ja, Ich du hast ja verrate es gerade gerne. Ich schon verrate ein, sowas zwei Sachen gerne, erzählt. weil ich ja möchte, dass die Fische leben. Ich möchte ja nicht, also ich verrate solche Tipps ja gerne, weil es geht ja darum, dass wir mit Lebewesen arbeiten und diese Lebewesen wollen wir am Leben erhalten. Da gibt es klar natürlich Betriebsgeheimnisse, aber das, was man einem nicht beibringen kann, das ist halt das, was ich vielleicht habe über mein Leben gelernt, wie man die Tiere setzt. Also wir haben ja den Vorteil, dass wir halt, sage ich mal, 50 Aquarien haben und ich weiß halt, wo muss ich diese Tiere erstmal hinsetzen, damit sie ankommen, weil sie kommen ja dann aus dem Import oder sie kommen von einem Großhändler, der die vielleicht eine Woche hatte oder so. Da kommen manchmal auch so magere Dinger bei mir an. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich vom Großhandel bestelle, ich dicke, runde, futterfeste Tiere bekomme. Das ist nicht der Fall. Weil Großhändler hält dann die halt einfach anders. Da hast du vielleicht nackte Aquarien, da schwimmen 50 solche Mandarinfische rum, manche beißen sich, was weiß ich. Also gibt verschiedene Großhändler, keine Ahnung, wie das so machen. Ich war lange nicht mehr selber beim Großhandel einkaufen. Ich bestelle die halt auch so. Und bei mir ist das tatsächlich so, Tom, dass ich weiß, wo ich die Tiere bei uns hinsetzen muss. Wir gucken auch, wenn wir Männchen und Weibchen haben, dass wir die als Paare zusammensetzen, weil ja der Wunsch immer ist, Pärchen zu halten. Wir achten aber dort auf eine
wirklich gute Struktur des Aquariums. Das heißt, die brauchen gute Riffaufbauten, damit die sich zurückziehen können. Damit auch mal, wenn das Männchen drängelt, das Weibchen einfach weg kann. So, wenn man die natürlich auf engen Raum hält, in so kleinen Kistchen oder so, dann hast du keine Chance, weil auch diese Fische psychisch, wie so ein Schelmon, dann einfach nicht anfangen zu fressen, weil sie so viel Stress haben, dass sie gar keinen Bock haben, sich Futter zu suchen. Sie sind total damit beschäftigt, sich vor dem Männchen zum Beispiel zu schützen, was ihr ständig hinterher schwimmt und sie nötigt, er will irgendwas von ihr. So. Und wir hatten auch schon Fälle, wo Weibchen angefangen haben, die Männchen zu verkloppen. Gab es auch schon, weil da ging der das nämlich voll auf die Kette, dass der ständig hinterher geschwommen ist und seine Fahne da hochgefahren hat. Und dann hat sie gesagt: Alter, weißt du was? Gehen wir nicht auf den Senkel hier. Schwimmen wir in die andere Richtung. Hatten wir so kloppende Pärchen, hatten wir auch schon. Also die Kunst bei uns ist, wir sorgen dafür, dass die Tiere Ruhe bekommen, dass sie sich bei uns wohlfühlen und dann diesen automatischen, natürlichen Trieb bekommen, Futter zu suchen. Und dann musst du halt gutes Frostfutter haben, die richtige Größe wählen. Wir fangen manchmal mit kleinem Futter an, was sie so picken können, ne? Was man so kennt, was wir gerade am Anfang sagten, mit diesem Kopipoden und sowas. Und dann mischen wir unser Futter immer. Wir machen immer drei, vier Sorten, die wir auftauen, mixen die zusammen, füttern das rein und dann beobachten wir, was mögen die. Und dann fangen wir halt irgendwann an, das zu fixieren an Futter, was sie am liebsten mögen. Und da ist es total wichtig, dass ihr eine Bandbreite von Vitaminen zu Hause habt. Oder dass ihr auch mal Korallenfutter mit untermischt. Ne? So Koralldust oder dieses von Tropic Marine hier, nicht das Zootonic, das Zooton, so, solche Sachen, alles, was ein bisschen krebsartig ist, einfach mal ein bisschen mit unter das Frostfutter mischen. Dann füttert man gleich die Korallen. Und es kann halt passieren, dass diese LSD, Mandarinfische, auch mal so diese kleinen Staubkörnchen picken und so. Das sieht man nicht immer gleich am ersten Moment. Aber das fängt an, und dann wird dann immer besser, immer besser, immer besser. Und wir haben halt festgestellt, dass diese LSD-Fische wesentlich schneller stabil fressen als so ein Mandarinfisch. Und wie gesagt, bei Mandarinfischen tatsächlich so, dass die Weibchen schneller am Futter sind als die Männchen. Beim LSD ist das total egal. Das ist echt krass. Okay. Eine Frage von Hübi. Gammarus kann man doch auch als Frostfutter bestellen. Würde das helfen, wenn er nicht frisst? Also würdest du sagen, ist das eine Sorte, die total gut geht? Oder war das Nee. nur ein Beispiel vorhin, weil du halt gesagt hast, lebende Tiere und das halt viel verbreitet ist? Ja, bei diesen Gramarus als Frostfutter ist das Problem, die schwimmen oben auf. Und sie haben irgendwie durch das Einfrieren oder es gibt die, die auch gefriergetrocknet, haben die so eine ganz komische Konsistenz. Kann man leider nicht nehmen. Das geht tatsächlich nur in der Natur. Oder wenn du solche Kloppermänner da im Aquarium hast, dann fressen die sowas. Ihr werdet in intakten Aquarien natürlich solche Gramarus auch in Miniform haben. So ganz kleine. Das sind die Babys und so. Sowas jagen die dann auch. Aber das sehen wir meistens gar nicht. Weil das Mandarinfische auch meistens, also nachts machen. Kurz bevor es alle Haie machen, gehen die nämlich auf die Jagd. Die können auch nachts jagen. Die legen sich nicht immer unbedingt gleich schlafen. Die sind zwar verschwunden dann in den Steinen und ihr seht sie nicht mehr. Das hat aber damit zu tun, dass sie dann in der Deko auf die Jagd gehen und diese Kleinstlebewesen dann jagen. Und das sehe ich im Laden halt auch. Bei mir ist es so, alle Mandarinen und LSD-Fische, die in diesen Korallenanlagen schwimmen, ne? Die fressen gar nicht so viel Frostfutter, weil die immer durch die neue Korallen neue Kleinstlebewesen bekommen. Und das finden die viel geiler als ein Frostfutter. Das nehmen die mit. Deswegen sind sie dann so fett. Deswegen müsst ihr halt aufpassen, wenn die halt fressen, dass sie nicht verfetten. Dann hast du nämlich das nächste Problem. Dann hast du so eine dicke Wurst da durchschwimmen, die dann auf einmal auf dem Rücken liegt, weil sie sich überfressen hat. Also man muss da echt aufpassen. Okay. Eine Frage von CBBR, die habe ich schon immer wieder, egal welches Tier, welcher Fisch, es kommt jedes Mal auf. Ich stelle sie dir trotzdem auch nochmal. Kann man dem LSD auch was Gutes tun und irgendwie eine Art lebendiges Zooplankton kaufen und ins Aquarium geben? Also gefühlt sind irgendwie alle oder viele Aquarianer sind der Meinung, dass sie ihre Fische aktiv beschäftigen müssen, wie eine Katze mit einer Katzenangel. Bist du da der Meinung, dass man das da in dem Fall machen muss? Und wenn ja, was kann man tun? Also es gibt ja so verschiedene Lebendfuttersachen. Wir könnten die jede Woche bekommen. Also lebende Artemia, lebende weiße Mücken, lebende Kopipoden. Also wenn ihr sowas kriegt, Kopipoden lebendig oder Brachyonus heißt das andere. Sowas könnt ihr da reinschmeißen, wenn ihr halt ein dickes Portemonnaie habt. Weil das Zeug ist natürlich schweineteuer. Da kaufst du so ein Beutelchen, guckst halt rein, hast du diese Brachyonus da drin rumschwimmen. Kostet so ein Beutel, sag jetzt mal, 2 Euro. Da musst du dann jeden Tag da reinpfeffern.
Also wer da Bock drauf hat und so ein bisschen Mikrobiologie da fördern will und ein bisschen Zooplankton reinschmeißen will, kann das mal machen. Aber generell, wenn eure Aquarien intakt sind, braucht ihr das halt nicht. Dadurch, dass wir so viel da reinhauen und sowieso dann eine Biologie mit Lebewesen haben, das siehst du vielleicht sogar in deinem Nano-Aquarium, oder? Was da nicht alles rumfleucht, kreucht. Ja, das bildet sich automatisch. Und das ist aber der Nachteil für die von euch, die halt kein Nebengestein haben. Ich meine, bei Lumi ist es auch so, der hat tot gestanden oder haben wir es ausgetauscht und ich weiß gar nicht mehr. Nee, Du hast noch nee. das Dutch Reef auch, ne? Ja, Das heißt, komplett zu 100%. bei dir ist das reingekommen durch die ganzen Korallen, die du dann bekommen hast. Ne? Ja, Irgendwo haftet so ein irgendwo war kleiner mal was Krebs dran dran. rum, was weiß ich genau, und wenn das dann läuft, dann vermehrt sich das ganz automatisch. Da spielt es auch keine Rolle, ob ihr eine UVC-Anlage habt oder nicht. Diese Tiere bilden sich dann einfach bei euch im Aquarium. Aber ihr müsst die Tiere nicht beschäftigen. Ihr müsst sie nur so füttern, dass sie halt gesund sind. Ja, cool. So, weiter Fragerunde. Und zwar Lüt, ein kleines Lob von Friedrich Franz Ferdinand. Bei dem LSD, den ich gestern von dir hatte, ging alles gut, alles so gemacht, wie du gesagt hattest. Er bewegt sich schon fleißig im Riff und frisst schon ordentlich mit. Danke Sehr schön. dir. Dankeschön. Das habe ich Toll. nochmal mit rausgenommen. So. Geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung von dem, was ich gerade vorgelesen habe. So, ich haue gleich mal eine Frage zum Mandarin raus. Also, das Ganze ist von Erwin. Und zwar habe ich bei einem regionalen Händler ein Pärchen Mandarin als Nachzucht gekauft. Mir wurde Ah hoch ja. und heilig versprochen, dass ein Pärchen ist. Und ja, waren zwei Jungs. Durfte einen zurückgeben und der Händler meint, er besorgt mir einen neuen. Das ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Deswegen Kannst du kriege ich langsam vergessen. Angst. Genau, deswegen kriege ich jetzt langsam Angst, ob ich den überhaupt einem Weibchen nachsetzen kann. Nicht, dass das der Knabe zu dominant wird. Wie siehst du das? Wie groß ist denn sein Aquarium? Das wäre interessant. Das weiß ich nicht. Erwin, kannst du ja einfach mal in den Chat schreiben, wie groß Ja. sein Aquarium ist. Und dann, 300, er ist schon Okay. schnell. Es ist für Mandarinfische tatsächlich in Paarhaltung. Also das Problem ist, ich bin ja so ein Fan von Einzelhaltung bei. Wir reden jetzt erstmal nur von Mandarinfischen und LSD-Fischen, also von diesen beiden. Wenn ihr Paare halten wollt, dann rate ich euch an, 500 Liter zu haben, damit das Weibchen genug Rückzugsmöglichkeit hat. Das ist, ne? Man kann es auch in 300, 350 Liter versuchen. Auch hier ist es wichtig, dass ihr Aquarien habt, die vielleicht ein bisschen länger gebaut sind. Also, wo ihr möglichst viele Strukturen habt, damit sie sich aus dem Weg gehen können. So, nochmal, in der Natur schwimmen die nicht Puppes an Puppes den ganzen Tag durch die Gegend. Ja, die halten nicht Händchen oder Flosse oder wie auch immer, sondern sie treffen sich, paaren sich, gehen ihren Weg. So. Und das Problem ist immer, wenn man halt ein Pärchen etabliert hat in seinem Aquarium in gewissen Literzahlen, dann bleiben diese Tiere monogam. Stirbt einer dieser beiden Tiere oder ist auf längere Zeit nicht vorhanden, kannst du ja mal einen Mandarinfisch reinkrachen. Genau. Blendidos 1, 2, 3 sind die Mandarinfische. Ja, das wollte ich gerade Dann noch. ist es oft das Problem, diese neu zu verpaaren. Wenn dein Tier natürlich noch relativ jung ist, dann sollte es allerdings nicht mehr so lange dauern, bis es nachgesetzt wird. Weil da kannst du halt tatsächlich Gefahr laufen, dass es Krieg gibt in der Hütte. Das, was ihr jetzt hier in dem Video seht, das sind halt Tiere, die wir im Laden haben. Die sind auch futterfest. Wir haben jetzt aber schon viele vor dem Stream verkauft, weil einige von euch sagten, wenn du das streamst jetzt, dann verkaufst du die alle. Wir können die auch immer nur, wir können die auch immer nur Stück für Stück. Ja, da kommen wir auch noch zu 3W. Die kommen auch noch. Die können wir immer nur Stück für Stück anbieten. Ich kann das nicht vollhauen. Und auch für mich ist immer schwierig, wenn ihr nach Harem fragt. Also viele fragen mich immer, ja, ich hätte gerne ein Männchen und drei, vier Weibchen. Ist eine Frage tatsächlich. Was wäre eine gute Größe für ein Mandarinharem? Für ein Harem ab 500, 800 bis 1000 Liter aufwärts. Auf jeden Fall. Es geht einfach nur um das Bedrängnis der Tiere. Habt ihr zu kleine Aquarien? Ich sag's jetzt mal, du musst es dann auf YouTube rausschneiden oder piepen. Vögel, die sich zu Tode. Das ist halt so. Weil jeden Abend Meinst du, die diesen, fischen sich zu tun? ja, die fischen sich zu Tode. Die sexuell Healing jeden Abend ist ein großes Problem. Das stresst die Tiere. Sie haben
höhere Atemfrequenzen. Es ist ja ein Akt der Liebe. Das heißt also, die haben dann jeden Abend ihren Balztanz und das ist Stress, Stress, Stress. Und wenn ihr mal so rumhorcht, achtet doch mal drauf, wie viele der Aquarianer euch sagen, nach 2 Jahren ist auf einmal ein Tier verstorben. Das ist immer so dieser Zeitraum, 1 bis 2 Jahre und dann geht einer flöten. So, und wenn das halt passiert, behaltet bitte das eine Tier bei diesen beiden Fischgruppen, LSD und Mandarinen. Haltet es alleine, habt Spaß dran. Ihr werdet es 10, 20 Jahre haben und dann irgendwann mal ein neues kaufen vielleicht. Erwin fragt, hast du ein garantiertes Nachzuchtweibchen im Moment da? Also Alternativ müsste er es wohl lassen. Nachzuchten ist tatsächlich krass, sind für mich irgendwie vom Markt total verschwunden. Sag mir doch mal, Erwin, was hast du für das Tier bezahlt? Das würde mich interessieren. Das Problem finde ich an den Nachzuchten, dass die viel zu klein sind. Das Tier hier hat eine Größe von ungefähr 4 cm. Das ist für mich die optimale Größe, um, überleg mal, 175 Euro für ein Tier, was 2,5 cm groß ist. Für mich sind das noch Embryos. Das sind so kleine Scheißerchen, das ist total schwierig, die in einem Riff-Aquarium zu etablieren. Also ich höre ganz oft, dass es dort Probleme gibt. Und wenn ihr mal durch den Markt schaut, gibt es überhaupt noch Nachzuchten? Also wir haben auch einen Lieferanten, der Nachzuchten angeboten hat. Da hätten diese 149 Euro gekostet, aber keine mehr zu sehen. Also ich finde sie nirgendwo als Nachzucht. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Fischlieferanten und keiner hat mehr Nachzuchten. Es sind tatsächlich dann Wildfänger. Und Aber hier ich, sieht man, ja, jetzt ja, hier ruhig. erzähl. Sorry. Nee, mach du. Alles gut. Was siehst du? Ich wollte gerade Das sagen, dass stimmt. man hier richtig schön, warte mal, sieht man das eigentlich im, ja doch, den Zeiger sieht man, dass man hier richtig schön diese verschiedenen Flossen sieht, dass Ja, da quasi die zwei zum Leierflossen. Ablegen sind, ne, wo er quasi drauf liegt, wie so das ja, Landefahrwerk Genau, von so einem richtig. Raumschiff. Und dann hat er da so Paddel, wie so Genau. Schiffsschrauben, die da die ganze Zeit Das sind die durch die Leierflossen, Gegend sagt man feiern. dazu, ne, die sich so bewegen. Die leiern. Lalala. Spiel auf einer Leier. Deswegen machst du das so. Und diese Flosse bewegt sich auch so. Musst du mal Ja. schauen. Was? Ja. Jetzt habe ich dich aber aus deinem Redefluss gerade gezogen. Es Nö, tut mir alles gut. leid. Macht nichts. So, genau, das war das Video, was ich jetzt in den kommerziellen Medien benutzt habe. Da habe ich das Tier etwas näher filmen können. Und hier seht ihr jetzt nochmal diese aktive, das wie er jagt. Ne? Also ihr könnt sehen, er dreht den ganzen Körper, die Augen werden mit eingebunden. Unten die zwei Flossen, was Lumi gerade gesagt hat, womit er sich jetzt abstützt. Ne? Damit schwimmt er und koordiniert. Und die Leierflossen hinten, deswegen Leierfisch, damit schwimmt er voran und steuert. Also die können auch sich drehen, die können auch verkehrt rumschwimmen, die können alles Mögliche damit. Die sind so ein bisschen wie so ein Hubschrauber. Wollte ich gerade sagen, wie so ein Hubschrauber Ja. oder so ein U-Boot, ne, was so völlig frei Genau. navigieren kann. Ja. So, wenn die Tiere bei mir so sind, bin ich überglücklich, weil das ist das perfekte Tier. So muss es aussehen. So aktiv muss es sein, so akribisch nach Futter suchen, sich überhaupt nicht stören lassen von anderen Tieren, die jetzt hier rundherum schwimmen. Auch die Kamera hat ihn nicht gestört, ne? Weil ich bin ja damit direkt an die Scheibe gegangen. Und ich finde es übrigens toll, dass es Nachzuchten gibt, aber ich finde die Preispolitik bei den Nachzuchten etwas übertrieben. Deswegen habe ich sie tatsächlich noch nie angeboten. Wenn natürlich mal jemand möchte, besorg mal, kann ich gerne nachschauen, aber ich finde die Tiere mit 2,5 cm meistens einfach zu klein und ich würde mir die selber, ich persönlich, sage ich vielleicht was Böses, würde ich mir nicht kaufen. Für mich zu Hause. Es ist mir, weiß ich nicht. Ist das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen? Wir haben zurzeit nur Männchen. Wir hatten ein Pärchen, was wir separiert haben. Da ist aber leider aus heiterem Himmel das Weibchen verstorben. Also manchmal, Schade. die kommen halt, Liebeskummer. die sind fit und auf einmal lag es leider nach einer Woche total fit, hat gefressen alles. Und ich kam aus dem Urlaub wieder und sagte Grit ganz stolz, Mensch, ich habe hier ein Pärchen für jemanden, der hat sich das gewünscht und die fressen beide. Und ich sage, da liegt leider ein Toter drin. Ja, war das Weibchen leider verloren. Geht uns also halt manchmal auch so. Ja. Denise Pohlmann, ich muss noch mal kurz zur Eingewöhnung fragen. Marc meinte, alle 5 Minuten etwa 100 Milliliter und wie lange am besten? Also ich gewöhne meine Leierfische maximal 20
Minuten um. Voraussetzung ist immer gute Vorhälterung, richtiger Salzgehalt. Dann geht das relativ schnell. Also diese Eingewöhnerei über Stunden, wenn ich manchmal so E-Mails bekomme, ich habe mein Tier 2 Stunden eingewöhnt, Tröpfchenmethode immer, so denke ich mal, entweder ist es vorher erfroren, weil das Wasser immer kälter wurde, oder der Sauerstoff ist irgendwie ausgegangen, keine Ahnung. Also, ich sage euch, wenn ihr bei mir die Tiere kauft, ihr könnt mich gerne nochmal fragen, auch zu den Tieren, wie gewöhnst du die ein? Ich erkläre euch das gerne, ruft mich halt dazu an. Schreibt nicht immer DIN A4 E-Mails, das ist für mich sehr, sehr schwierig tatsächlich. Einfach kurz anrufen, wenn ihr eine Bestellung habt. Mensch, hier kannst du mir kurz sagen, wie würdest du die und die eingewöhnen? Dann erkläre ich euch das kurz. Wir haben irgendwann mal vorgehabt, auch mal so Blättchen zu machen, aber da würden wir uns totschreiben, wie man jedes Tier eingewöhnt. Das ist sehr schwierig. Also wir sind eher so die einfache Fraktion, denn wie gesagt, meine Tiere, die ich euch anbiete, sind alle so, guck mal, diese fette Grundel hier, das ist übrigens meine Lieblingsgrundel, das ist eine Zebragrundel, die immer so, auch wie so eine Die dicke immer so hin Wurst. und her. Ja, da muss ich unbedingt mal wieder nachbestellen. Die hält man eigentlich im Schwarm. Die ist irgendwie damals übrig geblieben. Die habe ich übersehen beim Fang. Und die sehen erst so unspektakulär aus. Und wenn die älter werden, guckt euch mal an, was sie für eine tolle Färbung hat. So, und die schwamm bei mir fast ein Jahr rum. Keiner wollte die haben. Und irgendwann kam dann mal einer, hat aus Gnade die alle mitgenommen. Und dieses eine Tier habe ich irgendwie übersehen beim Fang. Und die sind doch wunderschön, oder? Zebragrundeln sind das. Ja, sehr schön. Zebra-Torpedogrundeln. Danke für die schnelle Antwort bekommen am Frater NSD von euch. Sehr schön. Ja, da kriegst du auch so eine dicke Currywurst von uns. Die sind nämlich alle dick. So, nächste Frage kommt jetzt. Ja. Und zwar, wir schließen das Ganze ab, die Mandarinfische, LSD-Fische. Bilden nur Mandarinfische den Schleim oder andere Leierfische auch? Machen andere auch. Machen andere auch. Was gibt es denn für andere Leierfische zum Beispiel? Die kommen dann gleich als nächstes Thema.